Erstens, dass er die Sünde unterlässt. Zweitens, dass er bereut, es getan zu haben. Drittens, dass er sich entschließt, diese Sünde nicht mehr zu begehen. Also, Bedingungen der Reue sind drei. Wenn es eine Sünde ist zwischen dir und Allah, du hast keinem Menschen was angetan, es ist eine Sünde, jemand hat Alkohol getrunken, jemand hat das Gebet verschlafen, nicht verschlafen, also absichtlich nicht das Gebet gebetet, zum Beispiel hat gesagt, ich bete jetzt später, nachdem die Zeit eben um ist. Also diese Sünde zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Was musst du machen? Erstmal sofort die Sünde unterlassen. Du kannst nicht sagen, okay, mein Glas Rotwein trinke ich leer oder diese Beziehung mit der Frau im Haram mache ich erst zu Ende. Nein, sofort unterlassen. Zweitens, es muss dir leid tun. Jemand, der bereut, das bedeutet, es tut ihm leid. Was tut ihm leid? Es tut ihm leid, dass er die Sünden, die Gaben Allahs missbraucht hat. Dass es dir leid tut, heißt nicht, dass die Sünde dir keinen Spaß gemacht hat. Kein Mensch begeht eine Sünde, wenn sie keinen Spaß machen würde. Oder wenn man keine Lust dabei empfunden hätte. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Hölle wurde geebnet mit dem Begierden, mit den Begierden, mit dem, was die Seele verlangt. Also Sünden machen Spaß. Sondern was soll heißen, du bereust? Es bedeutet, du bedauerst, es tut dir leid, dass du Allah vernachlässigt hast, dass du so schwach geworden bist. Derjenige, der sagt, ja, okay, Astaghfirullah, aber mir tut es nicht leid, das ist keine Reue. Drittens, sich entschließen, diese Sünde nicht mehr zu begehen. Auch wenn du weißt, du bist so schwach und du denkst, ich werde die Sünde, wallahu a'lam, ja, weil ich so schwach bin, nochmal machen. Du sollst trotzdem den Entschluss fassen, ja Rabbi, nein, ich mach's nicht mehr. Der Shaitan wird dir vorgaukeln, ja du Lügner, du Heuchler, das hast du schon 5000 Mal gesagt. Egal, du sagst, ich soll den Entschluss fassen, also fasse ich auch diesen Entschluss. Wenn die Sünde mit einem anderen Menschen zu tun hat, dann gibt es vier Bedingungen. Die drei oben genannte plus die vierte, dass er dem Geschädigten sein Recht zurückgibt. Du hast etwas unrechtmäßig genommen, gib es zurück. Ob es sich nun um Besitz oder etwas anderes handelt. Wenn es sich um Verleumdung oder Ähnliches handelt, muss er dafür Sorge tragen, dass der Geschädigte sein Recht zurückerlangt und oder ihn um Verzeihung bittet. Handelt es sich um üble Nachrede, muss er diese zurücknehmen. Bei übler Nachrede und Verleumdung und so weiter und so fort, mache es wieder gut. Einige Gelehrte sagen, ja, geh zu ihm und sag, entschuldige Bruder, ich habe gestern über dich schlecht geredet. Aber viele Gelehrte sagen, nein. Denn da muss man ja schon ein Engel sein, dass dieser Mensch sagt, okay, Schnee von gestern. Ja, also es wird sehr schwierig sein, dass er nicht im Herzen eine Art Abneigung empfindet. Deswegen tu es ihm nicht an. Tu das ihm nicht an, sondern erwähne ihn, lobe ihn in derselben Sitzung mit denselben Leuten, bei denen du über ihn schlecht geredet hast. Lobe ihn. Du hast gesagt, der schläft viel. So, in der nächsten Sitzung bei den gleichen Freunden. Mashallah, der ist wirklich großzügig, der Bruder. Sallallahu alaihi wa sallam, also der ist super. Ja? Und das war's. Dann hast du es wieder gut gemacht. Außerdem muss er alle Sünden bereuen. Bereut er jedoch nicht alle, gilt seine Reue nur für die Sünden, die er bereut. Die restlichen Sünden bleiben bestehen. Also jede einzelne Sünde bedarf einer Reue. Aus den Beweisen des Buches, also Koran und der Sunna, und mit der Einstimmigkeit der Ulama, der Umma, also Ijma', ergibt sich die Notwendigkeit der Reue. Also die Reue ist eine Pflicht. Möge Allah uns zur Reue verhelfen.